So, herzlich willkommen zu Mic Test. Was jetzt? Was richtig? Wenn ja, dann. Wow, war richtig. Lol. Fress ich einen Besen. Wo ist ein Besen? Tablet muss reichen. Gut, wir müssen die Zäune noch hinsetzen, die neuen. Und dann müssen wir die Felder mit dem. Mit der Hacke. Hacken oder so. Tja, und dann müssen wir eigentlich nur noch die ganzen Pflanzen wieder einpflanzen und dann haben wir eigentlich soweit alles vorbereitet. Dann kann das neue Gleis ordentlich verlegt werden. Gut. Ja, die Wassereimer haben wir dann dementsprechend auch nicht gebraucht, was ich sehr schön finde. Also, ich meine, ob wir jetzt die Wassereimer brauchen oder nicht, ist mir egal, aber wir haben halt Zeit gespart. Weil irgendwie war mir halt so, dass die Wasserfelder unten halt so platziert sind, dass sie halt gerade so ausreichen, aber eben ist ja gar nicht. Wir haben ja quasi eigentlich unten massig Puffer. Und der Puffer sorgt halt dafür, dass die Bereiche sich sowieso überschneiden und damit quasi überall Wasser hinkommt. Von daher müssen wir die Wasserfelder auch gar nicht verschieben oder sowas, sondern können die so wie sie sind weiterverwenden. So. Genau, die Sachen bleiben alle hier wie sie sind. Was brauche ich jetzt? Eigentlich nur eine Hacke. Eine Hacke und sonst nichts. Haben wir noch eine Hacke hier? Nein. Gut, dann brauchen wir Holz. Falsches Ding für uns da. Wir brauchen das Holz. Haben wir noch ein bisschen Lowbob-Holz? Nö. Gut, dann nehmen wir mal hier gutes Holz. Easy. Auch okay. So, das heißt, ich glaube, wir machen mal zuerst die Zäune. Umso mehr Platz haben wir im Inventar. Oh! Hab mich schon gewundert, warum wir noch so viele Sachen im Inventar hatten. Hier fehlt noch was. Ja, schau mal einer, guck. So. Gut, warum wir jetzt aber immer noch Erde haben, ist natürlich eine andere Frage. Vielleicht fehlt da auch noch irgendwo was. Ja, hier fehlt noch was. Siehst du, und schon ist alles wieder. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Weg mit dir. Dich braucht halt keiner. Gut. Genau, hier haben wir den Zaun schon. Dann kommt jetzt noch hier Zaun hin und dann ist der Zaun nämlich auch aufgebraucht. Und wenn alles weg ist, heißt es, sollte alles funktionieren. Ne? Brauchen wir jetzt bloß noch hier die ganzen Felder wieder bestellen. So, und was ich mich gerade meinte, ist hier hinten ist auf der Höhe sind die Wasserfelder. Und das müsste hier hinten gerade so reichen. Und bei den anderen reicht sowieso. Hier könnte es ein bisschen knapp werden. Weil hier sind jetzt wirklich vier. Jetzt weiß ich nicht, ob bei meintes das mit den vier war oder Herr mit den Stöckern. Herr mit den Brettern. So. Weil hier hinten ist die einzige Stelle, wo es nicht reichen könnte. Zumindest wenn die Felder wirklich, also wenn das Wasser nur drei Felder weit reicht. Wenn es vier Felder weit reicht, dann haben wir kein Problem. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ah, scheiße. Reicht nur drei Felder. Okay, das heißt, hier hinten müssen wir tatsächlich Wasser hinmachen. Ist natürlich kein Problem. Dann machen wir einfach hier weg. Jetzt habe ich mich selbst eingebuddelt. Danke.
Da Wasser hin und da Wasser hin. Dann haben wir hier überall schön Gedings. Und da brauchen wir nochmal Wasser. Zum Glück sind wir hier relativ nah am Wasser gebaut. Ich kann nicht speeden, Manu. So, damit niemand sagen kann, dass wir uns nicht abwechslungsreich ernähren. Ich habe ein paar rote und ein paar blaue. Easy. Wasser. Hallo? Danke. So, denn das Ganze brauchen wir jetzt hier auch noch mal auf der Seite. So. Jetzt ist perfekt. Tada! Alter, wie schnell diese Holzhacken kaputt gehen. Das ist ja... Das kann doch nicht legal sein. Aber ich glaube, ich habe, darüber habe ich mich schon mal ausgelassen, dass echtes Holzwerkzeug viel länger hält, als das hier simuliert wird. Allgemein Werkzeuge im echten halten viel länger. Also ich meine, ne, wenn man mal bedenkt, wie schnell hier so eine Stahlschippe kaputt geht und im echten hält eine Stahlschippe quasi ein Leben lang. Also da brauchst du gar kein Diamantenwerkzeug. Aber gut, irgendwo muss er hier im Spiel quasi, ne, irgendwie muss man da dafür sorgen, dass man, ja, Sachen braucht. Hier fehlt was. Ach, siehst du jetzt? Ja, stimmt ja. Können wir gleich das Ding, wo wir das hingeworfen, da hinten. Dankeschön. Stimmt ja. Hier fehlt ja was. Wo denn jetzt? Da. Pop. Tada. So, und damit es niemanden auffällt. Tada. Perfekt. So, genau. Der Weg ist schön. Schön blöd. Und kaputt. Ich glaub das nicht. Die andere ist auch schon quasi vom Angucken kaputt. Ich glaub das nicht. Digga, das ist was zur Hölle. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Danke. Danke. Und danke. Ich habe einen Knochen gefunden. Nice. Ist bestimmt ein prähistorisches, weiß nicht. Ist bestimmt von Dinosauriern ein Knochen. Ich werde reich. Ich bin Professor Eich. Was? So. Haben wir das hier. Nein. Digga, selbst die drei Dinger reichen halt nie im Leben für die restlichen Felder. Ach Gott, Alter. Es ist verrückt. Hallo? Danke. Fehlt hier was? Nee, alles gut. Gut, also eine Hacke brauche ich auf jeden Fall noch. So ungefähr. Und dann sollte es aber auch reichen. Perfekt. Weg mit dir. Und dann haben wir alles. Jetzt brauchen wir nur noch neu pflanzen, alles. So, und da beginnen wir, also als allererstes beginnen wir mal damit unsere Taschen leer zu machen. Äpfel. Mm, yum, 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 yum.
So. Was? Nein, da. Dup und dip und du kannst eigentlich hier mit rein, beziehungsweise nein, du kannst da raus. Ach was, okay, lass mal drinnen. Weil ich wollte gerade sagen, das Ding bringt ja gar nichts, aber hier gibt es mehrere Sachen, die gar nichts bringen. Ist alles nur dekorativ, von daher, was machst du hier drinnen? Was machst du hier drinnen? Was ist denn hier los? Nee, nee, nee. So, du kannst raus. Wo waren die Wassereimer? Kann mir mal bitte irgendjemand sagen, wo die ganzen Wassereimer waren? Ich habe keine Ahnung. Waren die hier unten? Glaube ja. So, die Dinger können auch gleich mal weg. Du auch. Euch kann ich dann demnächst auch mal wieder reparieren. Ansonsten muss man ganz kurz überlegen, was brauchen wir denn alles? Ich glaube, die Schiffe brauchen wir jetzt sogar noch. Weil für die, die müssen wir auch noch ein bisschen umbuddeln. Ich glaube, die Schiffe brauchen wir noch. Ach, scheiße, jemand dann. Herkommen. Das sollte sie noch durchhalten. Ansonsten. Der Sand kann weg. Warum auch immer wir Sand über haben, ich weiß es nicht. Ach so, klar, weil wir unten die vier Felder für Wasser gegraben haben. Alles klar, alles normal, alles gut. Gut, dann sollten wir eigentlich soweit alles. Sehr schön. Jürgen, die Äpfel können wir mal essen. Aua. So, wächst jetzt hier. Doch, der ist gewachsen diesmal. Aber die anderen drei immer noch nicht. Verrückt. Verrückt. So, zuallererst. Komm, wir machen erstmal die hinteren Felder. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Du kommst nach oben. Ihr kommt nach oben. So. Genau. Denn jetzt muss ich überlegen, wie hätte ich das denn gemacht gehabt? Genau, die hier müssen weg. Genauso wie die hier. Die kommen nur stattdessen dahin. Oh Gott. Die drei Reihen müssen jetzt Schwarzbeeren sein. Also Brombeeren. So. Das heißt, dann kommt die hier hin. Und hier so hin. Hier ist ja nämlich der Durchgangsbereich. Und. Ja, super. Alter. Und hier kommen nämlich jetzt dann die Blaubeeren hin. So ungefähr, so muss das denn sein. So, jetzt kommen die Rosanen, kommen die ganz hinten hin. Ja, perfekt. Und die roten, die Raspberry Pie. Ja, ah ne, die Erdbeeren. Okay. Ich dachte, Erdbeeren wachsen normalerweise auf Feldern und nicht an Büschen. Aber gut. Was tue ich eigentlich gerade? So, dann sollte alles soweit gut sein. Ich weiß zwar nicht, warum wir von den Blau- und Brombeeren so viele jetzt noch über haben. Und von den Erdbeeren haben wir auch so viele über. Gott, Alter. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nee, ne? Ja, suspekt. Egal. So. Gut, dann kommt die Schippe mal nach unten. Und alles andere kann er nämlich ins Lager.
Haben wir die Brombeeren, haben wir die auch im Lager? Nee, ne? Wir haben nur die Sachen, die man davon erntet, also die Früchte an sich, die haben wir im Lager. Aber die Brombeerbüsche, die haben wir nicht im Lager, soweit ich weiß. Muss ich dann mal gucken. Dann packen wir doch erstmal nach unten hier. So, dann kommen die Dinger nämlich, die können wir jetzt gleich machen. Die sind ja direkt hier. So. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, sehr schön. Jütchen, sieht doch schon mal gleich mal wieder gleich mal ein bisschen ordentlicher aus. Was gar nicht so verkehrt ist. Ne? Ordnung kann durchaus mal gemacht werden. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Diese scheiß Ananas. Ja, Ananas haben wir nämlich gar nicht. Ja, wisst ihr, die Brombeeren haben wir nämlich tatsächlich, die Busche macht ja auch keinen Sinn. Aber eben, die Ananas haben wir nämlich nur die Scheiben hier. Na super. Dann muss ich mir irgendwas rausnehmen. Irgendwas, wo wir nur wenig haben. Okay, wir haben von gar nichts wenig. Wir haben überall massig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Gott, letztens hatten wir noch von den ganzen Dingern hier immer so wenig. Tja, wir müssten hier irgendwie so ein System bauen, wo quasi alles, was hier nirgendwo rein kann, in der Extrakiste kommt. Nur das, da weiß ich nicht, wie ich das realisieren soll. Außer halt mit diesen, wenn wir eine richtige Typanlage bauen soll, die dann halt richtig sortiert. Aber sowas haben wir ja nicht. Tja, werden wir wohl aber früher oder später bauen müssen. Aber das hier ist jetzt eher Katastrophe. Was tue ich denn jetzt so? Okay, komm, weißt du was? Ich stelle die Anlage erstmal ab. Dann kommst du raus. Das schmeißen wir euch erstmal hier komplett rein. Und dann können nämlich die Dinger da irgendwann da oben reinkommen. Hoffe ich mal. Und wie gesagt, so lange kann man die Anlage zum Glück ausschalten. Eigentlich haben wir die Schalter gebaut. Sehr schön. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen normales Getreide. Genau, unsere Ananas natürlich. Rote Kacke. Kartoffeln und Gurken. Was jetzt? Ananas, Rhabarber, Kartoffeln und Gurken. So, jeweils mindestens 36. Rhabarber. Die Ananas kommen hoffentlich bald mal an. Gurken und Kartoffeln. So, jeweils bitte nur 36. Wobei, stimmt gar nicht. Ist ja immer nur ein Zweidrittelfeld, also 24. Die anderen können also wieder raus. Schwupps und schwupps. Und genauso auch bei der Rhabarber. So, dann normales das da. Da brauchen wir eine ganze Menge. Und zwar, ich muss überlegen. Wir haben zwei große Felder. Das wären normalerweise 72, 144. Aber eben, da haben wir auch nur die Hälfte. Das heißt, wir haben pro Feld nicht 36, sondern 24. Also brauchen wir 96. Richtig? Ich hoffe. So, ja, die Ananas sind angekommen. Endlich. So, dann kann die Maschine noch wieder eingeschaltet werden. Achso, halt. Achso, wow. Nein, war zu langsam. Ah, gut.
Hat seinen Weg von alleine gefunden. Sehr schön. Okay. Gut. Auf los geht's los. Ich sag mal so, mit dem Lager wird einem nie langweilig. So. Schwuppsawupps, eins haben wir noch. Perfekt abgezählt. Und dann kommt jetzt, genau, hier. Rababa. Perfekt. Dann kommen hier die... Achso, die müssen wir erstmal bearbeiten. So. 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 Und Scheife. Und so. Perfekt. Aber bei diesen Pineapple, dass man da immer nur so viele bekommt, wie man erntet, das ist doch total beknackt. Wie soll man die dann vermehren? Wie haben wir die denn damals vermehrt? Oder hat man da nur eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die, also ne, ich sag jetzt mal, wenn man 50 erntet, dass man den einen dazu bekommt oder sowas? Das ist doch verrückt. Was für Scheiß. Behalt die Kacke für dich. Aber glaube, so war's, ne? Also, man bekommt zwar mehr, als man erntet, also man bekommt mehr, also pro Feld mehr als eins, aber halt nur gerade mal so mehr. Ah ja, was sich immer die Entwickler dabei gedacht haben, wahrscheinlich wollten die Entwickler halt die ganzen Ananas für sich haben. So, als nächstes kommen Tomaten, Gurken, nein, Karotten. Gurken sind doch Karotten. Nein, sind sie nicht. Tomaten, Karotten, Reis und was bist du nochmal? Wann ist diese komischen Maisdinger da? Ja, ne? Genau, Reis und Mais und Karotten und Tomaten. Lalalala. Weg da und weg da. So, Mais. Nani. Ach da. Mais. Achso, Reis war ja ganz vorne. Weil das ja etwas war, wo man auch Saft bekommt. Mais, Reis und dann Karotten und Tomaten. So, und auch da wieder jeweils eine 24. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4. So. Rest kann wieder weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Alter Schwede. Ah, langsam wird's. Wir müssen ja irgendwie nur noch ein Feld denn machen. Und dann haben wir es geschafft. Ach nee, noch zwei Felder. Ja, doch noch zwei Felder. Na gut, kriegen wir auch hin. Eieiei. Die Woche, für die Woche, in der Woche schaffen wir es noch und dann können wir nächste Woche dann beginnen mit der Bahnstrecke. Perfekt. So. Hallo? Und die Maisdinger. So, und hier haben wir einmal Zwiebeln und Champignons. Quatsch! Zwiebeln und Knoblauch. Chili und das dürfte Kakao sein. Quatsch! Mann, nein. Kaffee. Kakao haben wir bei unserem Haus. So, Chili und Kaffee. So, gucken wir mal. Chili und
Waffe. Und dann das und das. So. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, du kommst nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Und du kommst nach da. Mal gucken, kriege ich auch die anderen Sachen noch zusammen? Das andere müsste ja grüne Bohnen sein. Dann Weintrauben. Das sind nämlich die Sachen, die an diesen Dingern da wachsen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und was haben wir sonst noch bei den Feldern hinten? Rote Beete, die beiden müssten es sein, oder? Doch, das würde nämlich so voll Sinn machen. Ja, genau, das sind das die beiden hier unten noch. Was zur Hölle? Weg mit dir. Das war so nicht geplant. Wie war das denn jetzt so? Mittlere Mauszeige geht leider nicht und einzeln raus. Scheiß jemand an. Einzeln rausnehmen dürfte ganz schön lange dauern. Egal. So, und dann noch die hier. Das sollte so funktionieren. Perfekt. Doink. Müsste passen, sollte passen. Ja, schön. So, was wäre jetzt hier von was? Das sind dürften die Zwiebeln sein. Und was für nicht? Du wächst jetzt genau falsch rum. Oder sind das die Zwiebeln? Und das Knoblauch? Okay, komm, machen wir anders. Ich mache erstmal die hier. Ich muss gleich hart niesen. Zumindest meldet sich meine Nase gerade. So. Schwupps. Und jetzt können wir mal hier eins probehalber ernten. Und das waren doch tatsächlich echt falsch rum. Okay, also das sind die. Nee, doch, ist doch richtig. Ist doch Knoblauch. Genau, das heißt, das ist das Knoblauch. Ach ja, das muss ich erstmal bearbeiten. Scheiß die Wand dann. Ja, okay, komm. Das war jetzt die größte Verschwendung meines Lebens, aber habe ich gern getan. Hä? Wait a minute. Wir haben davon ja jetzt gar nichts verbraucht? Heißt das, man bekommt von einem so ein Abbauen vier Knoblauchknollen, von denen man dann jeweils... Ah, egal, das wäre massig. Das wäre ja Massenvermassinierung. So, und hier bekomme ich jetzt Zwiebeln, bitte. Ja, genau. Ja, schön. Okay, dann passt das, ja. Nee, komm. So, Kakao haben wir auch. Und jetzt, genau. Hier kommen die Dinger rein und rote Beete. Das andere hätte, wie gesagt, doch keinen Sinn gemacht. Weil andere Sachen hatten wir keine mehr. Von daher. So. Schwupp, schwupp. Was? Ach ja, scheiße, wir haben ja keine vollen Felder, sondern nur, ne, hier haben wir ja, ne, so eine Lücke dazwischen. Egal. So. Perfekt, damit sind alle unsere Felder wieder wunderbar bestückt. Ist das nicht genial?
Hey, hat auch lange genug gedauert. So, jetzt räumen wir die ganze Kacke mal ins Lager. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Und genau, der andere nicht. Aktiv ist er. Achso, wir sind schon wieder verhungern. Egal, machen wir nächste Folge. So, dann würde ich mal sagen, ja, das war's für heute. Denn bis morgen. Jetzt, hoffentlich.